Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge über Kettler und Kotz. Ja, die Ernte wird noch heute abgeschlossen. Mal gleich mal wieder zur Spur kommen, wo wir vorher waren. Einmal haben wir noch und der Takt muss reichen, ne? Kommen wir drüber ausnahmsweise. Ja, ist ja noch ein kleiner Rest, aber der ist auch da. Wird nicht ganz reichen, dass wir den auf Hänger aufkriegen. Mal schauen. So. Nächste Spur. Da. Kann man ja ein bisschen erkennen, ne? Halt. Eine halbe Spur weiter. So. Gehen wir innen drinnen rein, damit nicht ganz laut ist. Au. Dann mal gleich. So, Lenkung aktivieren. Kann man hier nicht sehen. Wir machen den Rest noch fertig hier. Ja, ich wünsche allen einen schönen Wochenstart. Dann geht's weiter, ne? So. Schon wieder halbes Monat um, ne? Januar. Wahnsinn. Die Zeit vergeht schnell. Wir farmen zu schnell. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Blöd wäre es, wenn so wäre, ne? Weil eine Warmwendung kommt auch nicht. Weil Stroh pressen oder von Gras, von Heu, da kommt ja die Meldung. Zum Beispiel dass die Presse nicht mehr aufnehmen kann. Aber vielleicht muss O aktivieren, dass wir hier nicht so sehr in Grüne fahren. Und später dürfen wir halt mehr rüber. Und dann können wir wieder automatisch lenken lassen. Ich weiß ja auch nicht, wer die Felder angelegt hat. Nee. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich das sicherlich noch garantiert verändern. Dass wir mit entsprechend jede Bahn optimal nutzen können. Nee. Ich meine, gut, das wird nicht immer klappen. Rechteckige Felge will ja auch keiner haben, ne? Ja, ja. Obwohl die anderen Felder haben sie hier auch nicht, ne? Also hier natürliche Felder, Anführungszeichen, gibt es ja hier auch nicht. Also zukunftsausbaufähig, ne? Aber sonst bin ich froh, wenn das Spiel flüssig läuft. Performance-technisch könnte ein bisschen besser sein. Das ist sicherlich noch nach oben, ne? Aber das Problem ist ja auch, wenn du ein Patch rausbringst, dann treten meistens neue Probleme auf. Ja, einiges Getreide ist schön gerade, andere hängt um, ne? Ah, das war auch einiges an Grün bei gewesen, muss man zu sagen, es war noch richtig grün. Und hat extra deswegen auch länger geschlafen im Spiel. 2400. Die werden nicht alle so hängen aufkriegen. Den letzten Hänger werden wir halt direkt verkaufen fahren. Versuchen wir kurz. Vom Hafen. Ob der so sagt, ne? Ob wir da Abzüge zu erwarten haben. Ich hatte ja beim Szenario mal eins verkaufen müssen. Da wurde ja gemeckert wegen verfolgt. Ist ja nicht fair, ne? Man kann ja selber gar nicht messen. Das ist keine Möglichkeit. Wusste ich jetzt nicht. So am Rand ist ja im Grunde anders gedüngt. Ich glaube, Matte, ne? Sollen wir O rausnehmen? Weil im Grün wollen wir auch nicht reinfahren, ne?
Bisschen haben wir noch drauf, also 3000 anhängermäßig, weiß ich nicht. Geht darum, dass wir möglichst leicht und schnell den Verlasser wieder abgeben, ne? Hoffen natürlich, dafür der Tank nicht leer ist, ne? Das war nicht ganz richtig fies. Gibt doch einen Drescher mit einem leeren Tank. So, 10. 32. Ah, dürfte reichen. Schau mal nach oben, da war noch was gewesen, denke ich mal. Kleine Ecke. Ja, wirklich eine kleine. Und der ist sehr laut, ne? Das ist ein bisschen. Aber es klingt auch nicht leiser. Ah. War hier in der Mitte noch was? Kann man so nicht sehen. Machen wir aus so lange. Fahren wir nicht so schnell, dass wir reagieren können. Und wenn es halt so ist, dann ist es halt so, ne? Kann man nicht sehen. Na? Ist nicht. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Ab da. Runter muss ich auch noch. Naja, keine große Menge, aber verschenken können wir auch nichts. So. 3335. Ich habe jetzt die ganze Ladung nicht mitgezählt. Aber ein Lager kann man sich irgendwo erkennen, wie wir drin haben. So. Nicht zu weit weg das mal wieder. Und dicht dran. Ach. Wir haben Besuch. Bremse. Wir haben Besuch. Gehen wir dich daran. Ein Rehlein. Kommt sehr nah ran, ne? Normalerweise die Tiere flüchten vorher. Zeigt ihr mir den Arsch. Gibt's doch gar nicht. Na gut, die müssen bei der Arbeit, nutzt ja auch nichts. Aber in Natur wäre das so, dass die ob Rehe oder Hirsch oder Hase, die würden gar nicht in der Nähe bleiben, ne? Gut, bei Maschinen könnten sich dann gewöhnen. Aber wenn sie Menschen sehen, dann eher nicht, dann sind sie weg. So. Ja genau. Ja. 3335, müssen wir noch reinkriegen. Ich glaube nicht alles, was reingeht. So, wenn nicht, dann wäre es gut, ne? Ich glaube, der ist voll. So, hüpfen kann er auch. So. Die Einstellung mache ich so nicht. Er bewegt sich so komisch. So. Junge, macht hier auf. Nö, hat noch Platz. Aber nicht für alles. Oder war der aus? Das war der Grund. Habe ich ausgeschaltet? Habe ich nicht. So, jetzt haben wir noch 1800. Die werden wir nicht verkaufen. Und jetzt fahren wir noch fix zum Lager rein. Beziehungsweise werden wir mal zum Hof fahren. Ja, wir haben alte Gewohnheit mit E machen, ne?
Nur steigen, erstmal Tür zumachen. Zieht. Anschalten. Bremse lösen. Dann können wir gleich mal zum Hof fahren. Ne? Dann können wir gleich mal umdrehen. Ne? Ja, das ist halt so. Ne? Aber das ist halt, würde ich sagen, das kann man halt nicht so genau kalkulieren. Besser wäre für Wissen, hat genau gereicht, aber gut, wenn wir ein mehr haben, ist auch so, ne? Komische Ansicht, ne? Kann mich immer noch auf sich daran bewegen, ans Fenster. Sah so komisch aus, wenn man von der Weite so länglich gezogen, ne? Ja, die Ernte ist fertig, soweit, ne? Jetzt den Laderaum abholen und dann gleich den Drescher zum Händler fahren. Zum Hof, zum Waschen, würde ich meinen. Das muss sein. Fahren wir vorbei. Waschen wir gleich mal. Damit keine Beschwerden kommen können. So. Bremsen, gucken. Rechts sehe ich kein Grünzeug. Links. Ja, okay. Rüber geht's. Ja, die erste Ladung verkaufen als Probe und dann irgendwann mal später mal zwischendurch den Rest verkaufen. Hoffe, dass die Ladung an sich trocken ist, also trocken genug ist, dass man da der Händler da nicht sagen kann oder der im Hafen da abziehen und man das bei mir im Hof ein bisschen lagert, hoffe ich hier, dass wir da ein bisschen so trocken bekommen. Jetzt haben wir den Drescher. Gibt's doch gar nicht. Oder weil es die Anlage so arbeitet und trocknen. Bremse. So, klar. Nein, da oben wird es eher nicht trocken werden, wenn so liegt. Dann muss alles durchmischt werden normalerweise. So, dann geht gleich zum Drescher zurück. Und dann fahren wir den Drescher zum Hof zum Waschen und dann geht's. Geben wir den Drescher ab. Und übermorgen zufällig werden wir dann mal sehen, ob wir da die erste Ladung verkaufen. Das heißt den Rest. Ja, und schauen wir da Abzüge kriegen in Feuchtigkeit. Und dann probiere ich mal nach einer Woche nochmal zu verkaufen. Weil wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Das ist ja halt so. So. Das klappert noch hoch, ne? So, schnell zum Drescher. Da sind viele Kreuzungen, muss man dran gewöhnen, ne? Also links, rechts. So. Ein bisschen zu vieles Guten. Zu viele Wege, kleine Felder. So, rechts kommt keiner. Ja, weit weg. Kommt mir bekannt vor. Aber wie man sieht, wenn das Feld so voll gewachsen ist, das ist schon von einem Rechner eine starke Leistung darstellen zu können. Also, da hört die Lüfter schon. Hier zittert alles. Im Traktor. Das Absicht ist, oder mangelhaft. Ich weiß es nicht. Aber wir haben die Ernte fertig, ne? Jetzt können wir dann in aller Ruhe verkaufen. Nachdem wir den Drescher, ja, oben knappe von 10 an 2,5 Stunden. Gut, die müssen wir zurückbringen. Das dauert noch mal, das sind 3 Stunden. Also hätte auch 4 Stunden genügt.
Ihr braucht ja nicht zu eng kalkulieren, dass wir Stress kriegen. Beziehungsweise, dass wir eine Strafgebühr zahlen müssen, wäre auch blöd. Da man es vorher ja nicht weiß, wie das funktioniert. Ne? Hätte ja auch sein können, dass du sagst, am Anfang ist noch zu nass und ein bisschen warten. Ja, das wäre blöd gewesen. Ne? So, Bremse. Ja, C in drinne und ausschalten. So. Tür auf. Das Fenster mal mehr zu, ja. Muss er so tun, ja, weg. Das heißt, wir müssen mal sehen, dass wir da einfach nicht da angehen, da wird nichts, ne? So einen langen Arm haben wir sicherlich nicht. So, hier einsteigen. Und das war die Tür nicht aufgemacht letztes Mal, ne? Und aufsteigen. So, dann machen wir gleich mal die Tür zu. Wir wollen ja gleich fahren, ne? Erstmal leer machen und dann fahren, ne? Ja, das passt. Müssen wir kurz Steuerung aktivieren. Und daran muss ich noch gewöhnen. Das ist ja, wie gesagt, 1800 ungefähr, glaube ich, 1800. Das soll man nicht unterschätzen. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Mensch, die Zeit rast aber auch wieder mal. Tja, schon ist wieder eine Folge erledigt. Und ich will noch ein bisschen weiterkommen. Jetzt wollen wir noch einfahren. Tja, ich sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Fleißig gucken. Jo, hat mir Spaß gemacht heute. Und morgen geht's hier weiter. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust und Daumen habt, ihr könnt da. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißige Reinschauen. Tschüss.